Mit 5.627 Neuinfektionen in 24 Stunden ist in Österreich ein Rekordwert erreicht worden. Erstmals wurde die 5.000er-Marke übertroffen und das auch noch deutlich, wie die am Freitag veröffentlichten Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums zeigen. Damit lag man um mehr als 1.000 Fälle über den am Donnerstag registrierten Neuerkrankungen, wobei diese 4.453 bereits einen Rekordwert dargestellt hatten. Am meisten Fälle gab es dabei in Oberösterreich mit 1.302. In Wien 906 und Niederösterreich 876. Bisher gab es in Österreich 99.576 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand am Vormittag sind österreichweit 1.082 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 64.987 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.803 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 263 der Erkrankten auf den Intensivstationen.